Mit dem richtigen System wirst du leichter schwanger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leichter schwanger werden. Mein Name ist Göstlinghoff, Dr. Heidi Göstlinghoff. Als Frauenärztin, Kinderwunschexpertin und Psychotherapeutin möchte ich dir helfen, leichter schwanger zu werden. Und das mit einer ziemlich vollmundigen Versprechung, oder? Mit dem richtigen System wirst du leichter schwanger. Aber das ist so. An dem System scheitern viele Frauen und Paare. Das ist nicht deine Schuld. Es wird ja immer erzählt, Kinder kriegen ist das Einfachste der Welt. Ihr habt euch lieb, ihr beschließt eine Familie zu gründen, setzt die Verhütung ab, kuschelt ein bisschen und schon hast du einen positiven Schwangerschaftstest. Und natürlich endet jeder positive Schwangerschaftstest auch in einer Schwangerschaft. Ich kenne Frauen und Paare, bei denen das wirklich so funktioniert. Die werden im ersten, zweiten, dritten Übungszyklus schwanger. Und alles ist gut. Aber diese Frauen und Paare schauen sich auch nicht dieses Video an. Ich kenne aber auch sehr viele Paare und Frauen, bei denen das nicht so ist. Und auch schon ganz viele junge Paare, bei denen es mit dem Kinderwunsch nicht so wie beschrieben klappt. Monat für Monat keimt die Hoffnung. Monat für Monat bleibt der Schwangerschaftstest negativ oder wird nach ein paar Tagen wieder negativ. Sex wird zur Pflichtübung. Die Ernährungsgewohnheiten stehen dann irgendwann auf dem Prüfstand. Der Kaffee- und Alkoholkonsum wird überprüft. Und schließlich und endlich wird Tante Google befragt. Und die hat zu dem Thema so viel zu sagen, dass du oft den Rechner frustriert wieder zuklappst. Da gibt es so viele Vorschläge, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Manchmal probierst du das ein oder andere aus. Akupunktur hier, Pimp My Ex da, Yoga und Fruchtreizmassage dort. Du weißt nicht, ob es hilft und wann es hilft und du machst es auch so ein bisschen halbherzig. Das ist der Punkt. Du brauchst wirklich einen klaren Plan. Und wie gesagt, daran scheitern viele Frauen und Paare. Ich berate oft Frauen, die schon 2, 3, 4 Jahre Kinderwunsch haben, wo der Frauenarzt immer sagt, alles in Ordnung, im Ultraschall sieht alles gut aus. Da gibt es keinen Hormonstatus, da gibt es kein Spermiogramm und die wissen noch nicht mal, wann ihr Eisprung ist. Das sind Basics, aber da wird beim Frauenarzt nicht drüber diskutiert. Und dann haben wir noch die Situation, dass Ernährung und wirklich Nahrungsergänzungsmittel, die auf dich zugeschnitten sind, die in deinem Bedarf auch wirklich richtig dosiert sind, dass das auch kein Thema in den Praxen ist. Geht es dann noch um Lebensstileinstellungen oder Umweltmedizin? Kommt da schon gar nicht mehr viel. Und die richtige Unterstützung ist auch oft ein weites Thema. Unterstützung mit einem System, was dich Schritt für Schritt durch deinen Kinderwunsch führt, was dich therapiebegleitend, aber auch vorbereitend auf dein Baby durch die ganze Zeit führt, das gibt es kaum. Schon gar nicht von jemandem, der medizinisch dann auch noch weiß, wovon er redet. Weil ich weiß, wie wichtig so ein System ist, ich mache Kinderwunschberatung seit über 35 Jahren, habe ich jetzt einfach eins selber gemacht. Deine Babywochen. Und hier ist es so, dass du wirklich Schritt für Schritt gezeigt bekommst, wann du was machen musst, was du ändern darfst, welche Nahrungsergänzungsmittel du nehmen darfst, was bei der Ernährung zu beachten ist, welche Therapie für dich zugeschnitten ist, wenn du die richtige Diagnostik zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt hast. Und was bei dir die größten Chancen auf eine Schwangerschaft bringt. Es ist ja in vielen Dingen ähnlich. Und hier oute ich mich jetzt mal. Nein, ich habe jetzt keinen Kinderwunsch mehr. Das ist tatsächlich durch. Aber ich habe, seit ich online tätig bin, kräftig an Gewicht zugenommen. Es ist nicht so, dass es übermäßig ist, aber mich stört es. Es ist nicht das, was ich mir unter meinem Gewicht vorstelle. Also habe ich für mich ein System geschaffen, mit dem ich jetzt dieses Gewicht reduziere. Ich habe mich im Sportstudio angemeldet. Es gibt feste Tage in meinem Kalender, die geblockt sind für den Sport. Es gibt Tage, wo auch jemand auf mich wartet. Ich habe einen Wochenessensplan gemacht, der genau beschreibt, wann ich was esse. Und das sind nur gesunde Dinge. Ich habe einen dicken, großen, langen Einkaufszettel, der für die ganze Woche trägt. Das heißt, ich gehe einmal einkaufen, dass ich da auch keinen Stress mit habe. Und dann weiß ich, was es jeden Tag zu essen gibt. Denn wenn Gemüse ansteht und es ist keins da und du holst dir dann einen Hamburger mit Pommes,
dann kannst du erstmal wieder ganz schön lang aufs Laufband gehen, bis das wieder unten ist. Und so ist es auch im Kinderwunsch. Wenn du ein System hast, was sich in den Alltag gut integrieren lässt, was du gut umsetzen kannst und was dir hilft, dir auch zu zeigen, was dran ist. Und wenn du dann noch jemanden hast, der dich da wirklich durchführt und vielleicht auch nochmal die ein oder andere Feinjustierung vornimmt und auch dafür sorgt, dass du dran bleibst, dann wird das mit dem Kinderwunsch deutlich einfacher. Wenn du dieses System, wenn du die Babywochen kennenlernen möchtest und auch schon ganz viel mitnehmen möchtest, was du sofort umsetzen kannst, dann komm in mein Webinar. Die Webinare sind immer sonntags. Das nächste Datum findest du unten und auch die Anmeldedaten. Du kannst in diesem Webinar schon ganz viel lernen. Du weißt, worauf du achten darfst und du kannst am Ende des Webinars auch noch deine Fragen stellen. Du lernst ein System kennen, was dich wirklich ganz einfach, schlank und kompetent durch deine Kinderwunschzeit führt und dir die besten Chancen verschafft. Also komm zum Webinar, es lohnt sich. Wenn du magst, kannst du dir die Babywochen auch schon auf meiner Internetseite anschauen. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Heidi.